So, damit einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu diesem, ich nenne es jetzt mal Sondervideo zu Made of Scare. Nämlich schauen wir uns in diesem Video das alternative bzw. das zweite Ende an. Ich fahre jetzt mal fort. Es sollte eigentlich am letzten manuell getätigten Speicherpunkt wieder anfangen. Es sei denn natürlich, das Spiel hat nach der Fertigstellung einfach mal das Ende gespeichert und ich kann jetzt nichts mehr machen. Genau. Hier haben wir zuletzt gespeichert. Genau. Wir sind hier unten, ihr seht es in dem leicht hellgrauen Raum mit unserem Pfeil drin, der wir sind. Und wir gehen jetzt wieder hoch zu Elizabeth an die Orgel. Das kann jetzt sein, das handelt sich jetzt von der Videolänge her wirklich nur um ein paar Minuten, je nachdem, wie viel Cutscene jetzt noch kommt, wenn ich mich denn für dieses Ende jetzt hier entscheide. Das andere Ende, beziehungsweise ich bin der Meinung, ist es das gute Ende, für das ich mich zu Ende des Let's Plays, beziehungsweise der Livestreams entschieden habe. Hat noch eine klitzekleine Cutscene nach sich gezogen, in der wir das Wesen, das von diesem Schiff geborgen wurde, aus seinem Käfig befreit haben. Das wurde ja unterhalb des Leuchtturms in einem Käfig gehalten und dazu genutzt, Schiffe anzulocken, damit diese an der Küste schiffbrüchig werden und somit hier auf der Insel die Einnahmen erhöht werden können, indem diese Schiffe geplündert werden. Und natürlich gegebenenfalls die Besatzung der Schiffe auch mit dem Gesang und der Musik hier wahnsinnig gemacht werden und hier irgendwie auf der Insel bei den komischen Sachen hier mitmachen, die hier stattgefunden haben, das ganze Spiel über. Ich habe das Spiel übrigens insgesamt 10, ich glaube knapp 10,5 Stunden lang gespielt, ja. Das ist eigentlich ein Spiel für 5 bis 6 Stunden. Sei jetzt nur mal so am Rande gesagt. Aber ich kann das irgendwie ganz gut, Spiele doppelt so lang spielen, wie sie eigentlich sind. Das aber nur am Rande. Wir haben jetzt hier die Orgel. Wir können hier jetzt sogar manuell drauf rumklimpern. Ich bilde mir sogar ein, wir könnten jetzt vielleicht hier sogar nochmal, wenn ich es noch im Kopf hätte, das Muster von dem Piano oben mit dem Hund, Käfig, Fisch. Fisch, Hund. Fisch, Hund, Käfig. Und zum Schluss war der. Irgendwas mit Hirsch. 5 Sachen waren es auf jeden Fall. Die sind ja eh nicht abgebildet, von dem her wird es schätzungsweise nicht funktionieren. Aber ich sage mal, wenn man sich gemerkt hätte als extrem guter Spieler mit einem extrem guten Gedächtnis, der ich aber nicht bin, wenn man sich gemerkt hätte, wie man da die Knöpfe gedrückt hat auf dem Piano oben auf dem Dachboden, dann könnte man das hier jetzt eventuell nachspielen. So. Ich zeige es euch nochmal. Wir haben jetzt hier sämtliche Zylinder. Wir werden sie jetzt in diesem Fall mal Elizabeth geben. Wie gesagt, zu Ende des Haupt-Let's Plays nenne ich es jetzt mal, beziehungsweise zu Ende der Livestreams oder des letzten Have you found them? Livestreams, Do ja, you have all the cylinders? haben wir uns entschieden, ihr diese nicht zu geben und haben gesagt, eben jenes hier, nein, ich traue dir nicht, ich werde das Gegenlied spielen. Jetzt vertrauen wir ihr mal und schauen mal, was da für ein Ende bei rauskommt. Then we cannot waste any time. Quickly, give them to me. Thank you, Thomas. Yes. There will be a place for you. Jetzt weiß man schon, es ist irgendwas schiefgelaufen, ne? Wir haben jetzt einen Zylinder gegeben und sie hat jetzt alle 4 in der Hand auf einmal. Ist auch ein anderes Lied, also es lohnt sich durchaus, da mal reinzuschauen. Das Lied, das man die ganze Zeit im Spiel immer wieder hört. Und wir werden wahnsinnig, so wie es aussieht. Das ist Onkelchen. Da hinten wieder das Wesen im Käfig, die Sirene.
Der Papa ist auch da. Befreit wird es offenbar trotzdem deswegen, oder aber auf eine andere Art befreit. Kill it for me. Muss ich das jetzt machen? Also ich musste nichts machen, okay. Alles automatisch. Discord came new order through the iron will necessary to impose it. A new song was born from the darkness, and together they ruled the new dawn. Ja, das war das alternative Ende zu Maid of Scare, das, wie ich finde, negativere, ne? Wie gesagt, im anderen überlebte das Viech. Und auch Elizabeth war irgendwie netter zum Schluss. Ja. Und die anderen nicht so netten Leute waren alle nicht mehr da. Beziehungsweise Onkelchen wurde kurz vor dem Abspann noch durch die Melodie zu Boden gezwungen. Papa ist nicht mehr aufgetaucht und die Leute oder der eine da in der Höhle unten oder auch zu Boden gezwungen von dem Gegenlied. Ja, dann bleibt mir an der Stelle nichts weiter zu sagen als herzlichen Dank fürs Zuschauen, dass ihr euch dieses alternative Ende auf meinem Kanal auch noch angeschaut habt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, gern ein Däumchen nach oben da lassen oder ein Abo, falls ihr es noch nicht getan habt, oder ein Kommentar oder auch alles zusammen. Und wenn ihr noch das Glöckchen aktiviert, dann verpasst ihr auch gar kein einziges Video mehr. Alles natürlich freiwillig, ist klar. Ich zwinge hier niemanden zu irgendwas. Niemanden zwinge ich. So, und jetzt schaut euch das zu Ende an. Verdammt. Ich klicke mich jetzt aus. Nochmals vielen Dank und tschüss.